Hi, hi, schönen guten Morgen an diesem tollen Wintertag. Wir haben minus 1 Grad, aber ich mache heute trotzdem noch ein Tutorial zum Thema Dance, Flow-Geschichte. Ich übe da selber noch ständig und gebe jetzt da einfach mal das weiter, was ich weiß. Ich bin noch ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, der Hub friert nicht fest an mir. Okay, bis dann. So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass ihr mich versteht, wie meine ganzen Nachbarn auch jetzt. Also, fangen wir einfach mal an. Wie kriege ich ein bisschen Dance and Flow in das Hula-Hoop-Ding? Also, als erstes habe ich angefangen, mir bewusst zu machen, wie viel Zeit ich während der Pushes habe. Das heißt, wenn ich hier den Reifen im Base-Looping habe, kann ich ja Seite zur Seite machen oder einen Fuß nach vorne. Ist im Grunde egal. Macht es so, wie ihr euch wohlfühlt und auch in die Richtung, wie ihr gut holen könnt. Also ich hole jetzt links rum. Ich mache letztendlich links und rechts die Pushes und mache mir jetzt bewusst, wie viel Zeit ich habe. Also das heißt, ich gebe mal ein bisschen Gas mit dem Reifen. Wenn der läuft, höre ich auf. 1, 2, 3. Das heißt, ich habe drei Umdrehungen Zeit, mit dem Reifen zu machen oder meine Beine zu bewegen, wie ich das möchte. Also das heißt, ich gebe wieder Gas. Jetzt habe ich 1, 2, 3 Zeit. Dann muss ich wieder ein bisschen Gas geben. Also noch zur Seite. Wenn der Reifen gut läuft, höre ich auf. 1, 2, 3. Da muss ich ihn wieder fangen. Ich erkläre das deswegen, weil das für mich recht wichtig war zu begreifen, wie viel Zeit ich eigentlich habe, mit den Beinen während des Hullern zu machen, was ich will, ohne dass ich dem Reifen ständig einen Push geben will. Weil das nämlich ansonsten immer auf so eine Sache rausläuft. Ne? Weil jetzt kann ich Push, 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 ist aber letztendlich auf Dauer natürlich recht langweilig. Und deswegen habe ich letztendlich so eine Sache gemacht, dass ich erst geübt habe und dann habe ich ihn laufen lassen. Da kann man natürlich irgendwie Zeit haben, zu machen, was ich möchte. Das finde ich halt ganz wichtig, dass man das erstmal versteht, wie viel Zeit und wie viel Raum man eigentlich hat, während man hullert. Eine andere Möglichkeit ist natürlich das Chest Hooping, da zu tanzen. Das finde ich auch einfacher, weil letztendlich mein Oberkörper weiter weg ist von meinen Füßen. Das heißt, wenn ich hier hole, kann ich mit den Füßen machen, was ich will. Auch wenn es ein bisschen blöd aussieht, weil ich natürlich eine Menge Zeit habe und das weiter entfernt ist. Upsala, weiter weg. Ja, jetzt gibt es noch eine Sache, die ich so als Tipp geben kann, was mir aufgefallen ist, wenn ich die ganzen Videos von den total coolen Hooper auf YouTube gucke, wo ich mir so ein bisschen was abgeguckt habe, und zwar ist es das Timing. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, wir haben zum Beispiel einen 4/4-Takt, dass man letztendlich mit den Geschwindigkeiten der Moves und des Reifenspiels, damit man nicht immer wieder das Gleiche hat. Ich zeige mal, was ich meine. Also ich mache jetzt mal eine Wave. Ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben 4/4-Takt. Dann kann ich machen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich habe immer alle Moves im gleichen Takt. Und ich finde, das wirkt halt auf Dauer unspannend. Deswegen ist es halt ganz schön, wenn man dann zum Beispiel eine Kombination macht. Das heißt, ich spiele mit den Geschwindigkeiten. Das heißt, ich mache einen Vierertakt. 1, 2, 3, 4. Und dann mache ich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich mache manche Moves schnell und manche Moves langsam. Das kann ich auch beim Chest-Hooping machen, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich spiele einfach mit den Geschwindigkeiten, wie der Reifen läuft. Und dadurch vergebe ich verschiedene Moves
erstmal einen verschiedenen Ausdruck und sie wirken auch unterschiedlich. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel 1, 2, 3, 4 mache oder 1, 2, 3, 4 mache. Es ist der gleiche Move, aber letztendlich nur einmal schnell und einmal langsam. Und so kann ich, wenn ich tanze, den Sachen auch irgendwie Ausdruck geben oder diese Sachen anders beeinflussen. Das ist so, das, was mir noch zum Flow einfällt. Ansonsten finde ich halt total wichtig, dass man sich im Grunde, also ich mache es so, überhaupt nicht drum kümmert, wie man aussieht, was man macht, sondern letztendlich, dass man sich einfach gut fühlt bei dem, was man macht. Wenn das jetzt erstmal nur der Sidestep ist, dann ist das der Sidestep und wenn das dann irgendwann ein Kick dabei ist, dann mache ich eben halt noch einen Kick dabei. Das kommt ja auch immer darauf an, wie ich Spaß habe. Also das heißt, ich kann natürlich, wenn ich sowas mache, kann ich natürlich auch mit den Armen irgendwie rocken, weil das kann ich ja machen, wie ich möchte. Ne? Eine Sache, die ist mir aufgefallen, oder die fällt mir auf, wenn ich mich selber filme, die kann ich noch weitergeben. Das ist, dass ich für mich finde, dass es besser aussieht, wenn man sich beim Hullern Zeit lässt. Also sich innerlich so ein bisschen ruhig macht. Also ich werde immer nervös, jetzt nicht, weil die Kamera da ist, aber wenn ich im Sommer im Park huller und ich stehe dann da und dann kommen Leute vorbei und gucken mir zu, dann habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt musst du aber irgendwie hier was reißen, was letztendlich Schwachsinn ist, weil am besten huller ich, wenn ich wirklich die Ruhe habe und mir Zeit lasse. Ich muss nichts besonders toll machen und wichtig ist es dann nämlich auch, dass man die Übungen zu Ende macht. Also das heißt, wenn ich einen Escalator mache und ich mache dann diese Geschichte, kann ich natürlich direkt nach hier vorne gehen. Erfahrungsgemäß ist es aber schöner, wenn ich einen Escalator mache und ich führe den bis nach oben aus und hole mir den dann erst wieder runter. Das heißt, die Moves, die ich mache, führe ich immer bis ganz zu Ende. Ne? Ups. Das heißt, man kann ruhig große Bewegungen machen, wo wir beim nächsten Punkt sind. Ich hole eigentlich immer da drin, weil es ist nämlich echt kalt. Und da habe ich zum Beispiel das Problem mit der Decke. Ich kann solche Geschichten gar nicht machen. Da ist nämlich schon die Zimmerdecke, deswegen mache ich immer solche Geschichten. Und es wirkt einfach schöner, wenn ich eine große Bewegung mache, als wenn ich so eine Bewegung mache. Also letztendlich ist Hula Hoop, finde ich, auch immer ein bisschen was Expressionistisches. Ich meine, ich komme aus der Kunst, lange studiert. Man kann große Sachen machen, man kann viel Farbe benutzen und man kann beim Hulan auch einfach sich den Raum nehmen, wenn man den hat. Ne? So, und das, finde ich, macht auch viel aus. Ja, das war's jetzt zum Flow. Ich hoffe, dass es so ein bisschen was gebracht hat. Ich fahre jetzt in meine Halle und übe weiter. Und ja, ich hoffe, dass ich so ein bisschen was vermitteln konnte, was mir geholfen hat. Okay, in dem Sinne, tschüss.